Bevor das Video beginnt, wollte ich euch noch ein, zwei Sachen sagen. Erstens habe ich ein Video gemacht, rechts um meinem i verlinkt. Da habe ich euch gefragt, was zu meinem 1000 Abonnenten Special kommen soll. Einfach mal angucken und was in die Kommentare schreiben. Eure Ideen, wäre mega nice. Dann blende ich hier einmal meinen Instagram-Account ein. Unbedingt folgen. Also es folgen mir noch relativ wenig Leute im Vergleichsweise auf Instagram. Da poste ich meine Streams, also quasi wann ich immer streame. Poste ich ein paar private Dinge, was ich so mache, keine Ahnung. Also lohnt sich auf jeden Fall. Würde mich freuen, wenn wir auch da ein paar neue Follower dazu bekommen. Mega nice. Und zu guter Letzt, es sind wahrscheinlich auch ein paar neue Leute hier auf meinem Kanal. Ich habe gestern ein Video rausgeballert, wo ich alte Videos von mir gezeigt habe. Also eine kleine Zeitreise quasi. Wäre auch nice, wenn ihr da vorbeischaut. Auch die rechts oben beim i verlinkt. Jetzt würde ich sagen, geht's los und viel, viel Spaß. Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge der Spieler-Koop-Karriere zusammen mit Jan. Hi. Hi. Und zwar haben wir in dieser heutigen Folge richtig viel vor. Erstmal könnt ihr nach diesem Video natürlich auch zu Jan vorbeischauen, rechts oben beim i verlinkt. Auch seine dritte Folge ist soeben online gekommen. Unbedingt da vorbeischauen, war mega, mega nice. Hier haben wir jetzt heute in dieser heutigen Folge das Spiel gegen Barcelona in der Champions League. Das erste Spiel in der Gruppenphase der Champions League gegen Barcelona gleich. Das wird ultra, ultra spannend. Und danach spielen wir, ich weiß nicht, gegen Burnley, ich weiß nicht, wie die heißen, in der Premier League. Ich bin komplett durcheinander, man merkt's, Leute. ja, das ist der Plan für die heutige Folge. Alter. Am besten beide Spiele gewinnen. What the fuck? Mike, du hast in der Gesamtwertung minus 1 und dein Transferwert hat sich um minus 17% verschlechtert. Und meins hat sich verbessert. Hä, warum das denn? Ich seh's gar. Was? Hä? Leute, was? Also rechts oben auch die Playlist verlinkt. Es sind ja schon zwei Folgen online gekommen. Und da waren wir in beiden Folgen, habe ich ja gar nicht so schlecht gespielt. Ja. Ich war ja beides mal gut, vor allem die erste Folge, da sind wir krass reingestartet. Das kann ja nicht sein. Also das wundert mich ja gerade ultra hart. Was macht FIFA hier schon wieder? Okay, letzte Folge auch rechts um beim i verlinkt, alles mal angucken. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt rein hier in der Champions League im ersten Spiel in der Gruppenphase gegen Barcelona. Wie gesagt, der heutige Plan ist, gegen beide Mannschaften zu gewinnen, auch wenn das ultra, ultra schwierig wird, vor allem hier gegen Barcelona. Aber wir geben natürlich unser Bestes. Let's go. Anstoß hier, sogar hier im Camp Nou, beziehungsweise gibt es das jetzt hier nicht, aber halt eben auswärts spielen wir auch noch. Ja, bin gespannt, was das wird. Hoffentlich was Gutes. Da wäre ich dabei, bei was Gutem. Oh, komm mal. Was Gutem. Ah, oh, shit. Oh, oh, was geht hier denn? Was ist das? Ist halt so komplett anders Kaliber gerade, ne? Ja. Gerade mit Rapid Wien gespielt. Wir haben gerade für Jan die zwei Folgen schon aufgenommen. Das ist echt so. Gerade mit Rapid Wien hier gespielt gegen was weiß ich was für Mannschaften. Da haben wir aber tatsächlich auch das Debüt in der Europa League gehabt. Also wie gesagt, unbedingt nach der Folge hier vorbeischauen. Ja, aber jetzt hier Liverpool, Barcelona. Schon mal eine Nummer krasser. Und natürlich wieder Wijnaldum oder Wijnaldum, der hier wieder nicht passt. Ey, dieser Typ, ne? Stimmt. Wobei man auch dazu sagen muss, dass wir hier von der Stärke unserer Spieler sind. Das sind quasi exakt dieselben, nur dass ja. Ich diesmal Mittelfeld spiele und Mike im Sturm. Da haben wir getauscht. Alles andere ist bei den Spielern eigentlich identisch. Das Einzige, halt auch von der Gesamtstärke, nur unsere Mitspieler sind halt anders, das heißt, für uns ist hier nochmal eine Packung eher schwerer sogar. Mach hier mal eine kurze Sturmeinlage. Oh, war das schön, der Stopper! Alter! Eine kurze Sturmeinlage und ein Tor! Gegen Barcelona, Alter. Kann man mal machen. 1:0! Minute. In der 14. Spielminute gegen Barcelona, tatsächlich. Ja, da, ihr müsst ja bedenken, wie gesagt, Jan hat es ja gerade gesagt, also wir haben hier eine Stärke, genauso wie wir bei Rapid Wien haben. Ja, das war crazy, also wir spielen hier als Anfänger, als blutige Anfänger, sind beide 19 Jahre alt und ja, die Mitspieler und Gegner sind alle eigentlich quasi fast besser wie wir. Crazy, und du hast sie echt verarscht. Absolut. Erstes Tor in der Champions League.
Nach 14 Minuten. Junge, 14 Minuten Champions League gespielt, direkt mal ein Tor gemacht. Das ist ein Start, das davon träumen, glaube ich, ziemlich viele junge Spieler. Startet. Oh, der Typ, ne? Der hat keinen Bock. Ich hasse den! Junge, feuer den, ey, Mischak. Ja, ich, ohne Spaß, ne, wenn ich... Du hast heute ein Tor gemacht, du kannst den heute so ansticheln. Der muss weg, der muss einfach weg. Oh, das gibt's doch nicht. Fuck. Das war richtig knapp. Wir müssen Mischak übergehen, wir beide. Das wäre genial, um da einfach der nee. Ja, muss verkauft werden. Es gibt sogar Ecke. Der wäre sogar rein oder so, der hat jemand abgefälscht. Ich muss dann mit Mischak reden, dass er mich als Eckenschützen einträgt. Ja, stimmt. Also ich bin ja, glaube ich, als Elfmeterschütze schon eingetragen. Weiß es aber gar nicht. Verrückt. Mischak bevorzugt dich voll, kann das sein? Ja. Ich habe minus eins. Oh Gott. Verrückt! Oh, hat meiner spät geschossen. Ich habe so häufig Schuss gedrückt. Ich wollte die ganze Zeit warten, bis du kommst. Ja, dass ich dir da rüber spiele. Ach Mist, aber war eine gute Chance. Schon wieder Ecke, hä? Ah, klar, war abgefälscht, deswegen wieder rein. Boah, mein. Oh, Junge. Wieder Kopfball stark. Zurück. Oh, Mist. Da geht er hart rein, aber Foul. Es gibt nicht mal Vorteile. Also es war anscheinend tatsächlich kein Foul. Ja, läuft. Ich wollte dir gerade wieder passen, auf einmal hat er mich übelst weggekickt. Was ist das denn? Halbzeit. 1-0. Beide Mannschaften tun sich noch ein bisschen schwer, aber du hast natürlich das entscheidende Tor bisher gemacht. Das ist ganz gut, wenn das so bleibt. Guck mal, 4 Schüsse, Alter. Schon, krass. Wusste gar nicht, dass ich wirklich so viel habe. Ja, vielleicht zählt auch so ein Kopfball oder ich weiß es nicht. Ja. Hoffentlich schießen die Gegner ein Tor. Was? Ja, nicht kein Tor, sondern ein Tor. Achso, oh. Ich hab's Mike. Auf Ansage. Ups. Ach man, Leute, das ist ein Insider. Das ist ein Insider, da müsst ihr Jans Folge angucken. Aber es war nicht so geplant. Es war genau so. Oh man. Ach, das war komm, so klar. Das ist, ey, hör doch auf, Mann. Das sollte witzig Darf sein. Darfst du über nicht reden. Das sollte witzig sein. Ach komm. Ja! Komm! Nein! Mann. Der Torwart war, glaube ich, auch noch dran. Torwart und Pfosten, glaube ich, und meiner hat sich verletzt. Echt? Ja, der hat sich dabei verletzt. Ich liege immer noch dort beim Tor. Ich liege immer noch beim Tor. Jetzt komme ich, langsam angekrexelt. Oh, rechtzeitig komme ich angekrexelt. Oh, shit. Komm schon! 11 Meter! Jetzt sehen wir es. Wahrscheinlich schieße eh nicht ich. Aber... Doch, oh. Schon, ich hoffe, also, nee, ich glaube also nicht. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn ich schieße. Gelbe nee, Karte, ich glaube, schießt. Alter, da haben sie sich dem Elf. Ich glaube, ich schieße Salah oder Mané oder so. So, erneute Chance zur Führung. Oh, komm. Ja, es war klar. Sané oder Mané, meine ich. Mané oder Salah war klar. Alter, oh. Sind die dumm. Alter! Also wir müssen mit Mischak reden. Wir müssen unbedingt mit Mischak reden. Das hätte jetzt unser Ding sein können. Wir müssen Alter, mit ihm reden. Müssten jetzt führen gegen Barcelona, auf jeden Fall. Das hätte halt echt hätten. Nee, ich glaube, ich hätte das echt besser hingekickt oder du auch. Ja, safe, auf jeden Fall besser als das. Oh Gott. Alter! Weil du hast genau gesagt, besser als das, weil er drin war. Messi, oh, das ist so hässlich. Rein. Wir hätten vorne in Führung gehen müssen und jetzt sowas. Alter, nee, also, das ist richtig das kacke. Oh, was war das für eine Annahme? Das war gar keine Annahme. Mach mit jetzt, komm, wenn das jetzt ein Tor wird, das wäre so nice. Nein, hättest du zu mir rüberspielen müssen, nicht zu dem. Eigentlich schon, ja. Aber das war halt in der Situation, da muss man sich so schnell entscheiden. Ja, das war ja auch nicht schlecht, er hätte ihn auch trotzdem machen müssen, aber... Oh Mann!
Das ist echt ärgerlich, ultra ärgerlich. Wie sind sie so gut? Ach komm. Wenn ich das mal Glück so haben. Ultra ärgerlich, weil wir spielen echt besser eigentlich. Und haben auch noch einen Elfmeter und so gehabt und ach Gott. 9 zu 3 Schüsse. 9 zu 3 Schüsse. Ist das Duo wieder am Start, wir uns hier hin und her spielen. Oh, ich. Und auch noch der Fünfer, der Vinaldum. Alter. Jetzt reicht's. Vinaldum kommt jetzt erstmal weg. Nein! Ficken! Gib mir diesen Scheißball, Alter! Nein! Nein! Ficken nein. Teil 2! Das gibt's nicht echt. Ich kämpfe jetzt um jeden Ball, aber es ist so schwierig. Nein! Nein, hätte nicht warum? Zu mir abprallen können. Weißt du, ich wollte erst passen, aber dann dachte ich, nee, nein, nein, einfach nein, das ist mir ja zu gefährlich, weil die in der Mitte stehen. Standen halt echt zwei Leute in der Mitte und dann so ein Pech. Das hätte halt echt sein können, dass er irgendwie mit Glück zu dir kommt oder so. Jetzt! Jetzt! Nein! Du kommst sogar noch zum Kopfball. Ja. Ey, wir sind so gut gerade eigentlich. Das ist so unverdient, dass die führen. Das ist richtig unverdient. Und sie werden es halt auch gewinnen. Wahrscheinlich, leider. Ach, Kacke. Richtig, richtig unverdient. Wir hätten Barcelona schlagen müssen und haben es nicht geschafft. Das ist einfach nur traurig. Das ist echt einfach nur traurig gerade. Also das war echt, das war nice. Hier dieser Stopper und dann unter Stegen rum. Aber hier, Leute, guckt euch das an. Hier hätte ich ihn eigentlich auch selbst machen können, sehe ich gerade. Ich war ja fast durch. Aber auch hier trotzdem eher den auch. Also wenn man so vorm Tor steht, ist schon echt traurig, dass man ihn nicht macht. Kein Glück dabei. Irgendwie Pech die ganze Zeit. Irgendwas ist einfach kacke. Dortmund und Nizza haben 1:1 gespielt. Das ist wieder unsere Hoffnung, hier noch was zu reißen. Also wir haben natürlich noch nichts verloren, aber wir hätten das Spiel halt echt gewinnen müssen eigentlich. Ultra, ultra schade, aber machst du nix. So Leute, wir haben übrigens mit Mischak gesprochen und er hat uns zugestimmt. Also er war vollstens der Meinung, die wir auch hatten, ne? Wisst ihr Bescheid? Nein, aber ja, ich wollte jetzt irgendwas Cooles sagen, aber es hat nicht geklappt. Leute, er hat uns auf jeden Fall zugestimmt und ja, wir haben ihn überreden können. Er hat gesagt, okay, wir probieren das mal mit Lallana anstatt Vinaldum da im Mittelfeld. Und er hat uns ein paar Rollen gegeben. Jan hat jetzt tatsächlich beide Eckstöße und auch Freistöße aus kurzer Distanz. Und mir hat er jetzt einen Elfmeter übergeben hier. Und er war auch tiefstens enttäuscht, dass Mané den Elfmeter wirklich so hergeschenkt hat und dass wir das Spiel nicht gewonnen haben. Das ist echt traurig. Jetzt spielen wir aber gegen Burnley hier und müssen die nächsten 3 Punkte einfahren. Let's go. Ja, das war ja auch tatsächlich sehr entscheidend, der Elfmeter. Ja, war es auch. Dadurch haben wir kein Tor bekommen und dadurch haben sie direkt im Anschluss deren Tor gemacht. Ja. Also das war wirklich ein spielentscheidender Moment. Nein! Oh, das gibt's doch nicht. Oh, wie knapp. Ich wollte ihn wieder so am Torwart vorbeilegen. Der Pass war super von dir. Aber Torwart hat ihn auch echt gut gehalten. So, jetzt hier. Da darfst du direkt die erste Ecke machen. Mach so ungefähr, ja. Er hat mich festgehalten. Ups. Nee, gar nicht eigentlich. Echt? Bei dir ist gerade gute Qualität? Ja, bei mir ist gute Qualität. Gutes Internet gesponsert bei Mike. in der Premier League läuft es ja auch gar nicht so schlecht momentan. Wir haben nur das letzte Spiel, ich weiß gar nicht, verloren oder war es unentschieden hier gegen Manchester City. Ist aber natürlich auch ein krasser Club, also. Ja, gegen Burnley erhoffe ich mir eigentlich schon einen Sieg und Mischak auch. Zweite Reihe, kein krasser Schuss, aber die Richtung stimmt schon mal. Boah. Alter. Ich hatte schon Angst um Cardios. Ja, ich auch. Das war eigentlich eine Idee, richtig schön. Ah.
nicht schlecht wieder, aber irgendwie soll es auch nicht sein, ne? Schön naja, Effet mitgegeben. Ja, das ist noch so ein bisschen schwer. Ich hoffe, er hält mich diesmal nicht auf. Oh, der... warum kriege ich den nicht gut. mal? Ey, wow, Mann! Wenn das kein Elfmeter ist, dann weiß ich auch nicht. Hä, hey, der hat den noch ultra weggecheckt. Ja, hat er ja auch. Erstmal habe ich mich aufgeregt, dass er gar nichts gemacht hat, aber der Check war halt tatsächlich auch da. Das war ja... dieses Kackspiel, echt. Vorhin, weißt du, dafür pfeift der Elfmeter in deiner Folge. Ja, das war richtig. Das ist so... Nein. Oh Gott, Alter. Erste Halbzeit rum. 0-0. 0-0 gegen Burnley. Ey, das ist so... Die erste Folge fängt halt gut an und dann geht's immer weiter nach unten. Irgendwie will das Spiel nicht mehr. Ey, die hauen mich auch... Ich bin mich auf... Gegen Barcelona hatte ich ja nochmal Glück, also da war es ja anscheinend nichts Schweres. Jetzt, komm! Jawohl! Ja. Mit Glück abgefälscht, aber es ist egal, wir rennen wieder aufeinander zu. Ja, wir haben uns in den Arm. Endlich. 1-0, 54. Minute. Boah, das hat... Also musste jetzt aber auch langsam. Irgendwann ja, musste und das war auch nur ein bisschen Glück dabei, aber endlich haben wir mal ein bisschen Glück. Endlich! Es war halt in die andere Richtung gezielt und... Ja. Naja. Egal. 1-0. Hauptsache Tor. Ja, das denke ich mir gerade echt auch. Das ist echt crazy. Go. Oh. Jawohl! Das war genau so gewollt. Das war geplant! Yes! Ja, deine hat sie eine Drehung gemacht, aber es war geplant. 2-0, endlich die Führung hier auch mal ausgebaut, also... ob ich wohl dafür... Ja, glaube ich ...eine Vorlage bekomme. Glaube ich nicht, ich weiß es nicht, mal gucken. Ja, nice. Ja, warum pfeift er das denn? Weißt du, wenn ich weiterlaufe? Wenn ich weiterlaufe, dann gibt ihm nicht mal eine Karte. Ey, das ist echt manchmal... Es ist echt schlimm. Bin halt kurz hängen geblieben, aber ich bin ja komplett weitergelaufen. Das wäre viel besser gewesen. Jetzt konnten die sich komplett wieder hinten aufstellen und kommen dann wieder nicht durch. Der Torwart ist vorne von denen. Hey, ja. What the fuck, warum? Keine Ahnung. Oh Junge, jetzt Torwart. Mach. Man darf ihn nicht fordern, sonst... Ich fordere auch nicht. Ja, wollte ich nur sagen. Junge! Spiel doch den Pass! Nein, wieso machst du das? Oh, weil der Torwart draußen war. Schade. Yes. 2 Minuten Nachspielzeit nochmal. Vielleicht nochmal eine Ecke rausholen, dann kommt der Torwart wieder mit vor. Halbzeit nicht. Nee, Ende. Ups. 2-0. 2-0, wir haben gewonnen, 2-0 gewonnen. Ja, war jetzt nicht unser bestes Spiel, muss man ganz ehrlich sagen. Also, geht auf jeden Fall besser. Aber du hast ein Tor gemacht und vielleicht auch eine Vorlage. Wir gucken uns das jetzt mal an. Wo steht das? Ne, das zählt nicht als Vorlage. Aber klar. Zählt nicht, schade. So Leute, das war's von dieser heutigen Folge. Wie gesagt, schaut auf jeden Fall jetzt unbedingt bei Jan vorbei. In der nächsten Folge dann unbedingt auch mal wieder reingucken. Da spielen wir nämlich gegen Burnley. Yay! Wir spielen den Pokal schon wieder gegen die, ja, mal was anders. Da zählt es, da müssen wir unbedingt weiterkommen. Und da, denke ich, hauen wir sie richtig weg. Also wie gesagt, unbedingt vorbeischauen, haut rein. Bis dahin und ciao, ciao. Yeah. Oh. Ich bin Nummer 1 und ich Nummer 2. Komm mit 100 Jugos und verbrennen dein Dorf. Verbrennen dein Dorf. Verbrennen dein Dorf. Verbrennen dein Dorf. Red ist der Chef, wir verbrennen dein Dorf.